Ziemlich verkehrte Welt heute an der Wall Street. Tech-Aktien überwiegend negativ, während die meisten anderen Aktien heute positiv sind. Das ist genau das Gegenteil dessen, was wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben. Sind da erste Risse bei Tech-Aktien, nachdem Salesforce, diese Cloud-Firma, so massiv enttäuscht hat mit ihren Zahlen? Und heute nachbörslich kommt Dell, ein Highflyer, eine Aktie, die sogar stärker gestiegen ist in diesem Jahr als Nvidia, muss man sich mal vorstellen. Und da muss man liefern. Wird das gelingen? Oder wird diese KI-Euphorie so den nächsten schweren Kratzer bekommen? Das wird sich zeigen. Schauen wir uns mal am heutigen Feiertag in Deutschland. Naja, es haben nur die unwichtigen Bundesländer heute Feiertag. Sowas wie Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen. Das ist ja nichts, gell? Also ohne die Norddeutschen würde ja die deutsche Wirtschaft zusammenbrechen. Das wissen wir alle. Deswegen arbeiten wir, während die da unten irgendwie nicht arbeiten und ich hier Videos mache. Schauen wir uns das an, was heute wichtig ist. Wichtig, weil wir sehen das BIP, zweite Veröffentlichung, aber noch schwächer als bei der ersten Veröffentlichung. Nur 1,3% ist die Wirtschaft der USA im ersten Quartal gewachsen. Und das klingt nicht so richtig gut, zumal die Gewinne der Unternehmen 1,7% gefallen sind. Das war im Vorquartal noch plus 3,7%. Also die Unternehmen scheinbar doch nicht so wirklich gut aufgestellt, wie die hohen Kurse an der Wall Street das suggerieren. Was ein bisschen Erleichterung verschafft hat heute, war, dass die Preiskomponenten ein Ticken niedriger war. GDP Price Index 3,0% und Core PCE Price Index 3,6%. Also das hatte dann dazu geführt, dass so ein bisschen wieder die Hoffnung da ist, naja, vielleicht können doch die Zinsen doch sinken, schwächeres BIP, ein Ticken niedrigere Preiskomponente, aber eben eine schwache Wirtschaft, das ist die Kehrseite der Medaille. Was heißt das für die Unternehmen? Diese Frage wird sich dann eben stellen und die stellt sich, zumal wir von Einzelhändlern überwiegend schwache Zahlen heute bekommen haben, vor allem Kohl's, ein sehr großes Unternehmen in den USA, großer Lebensmittel-Supermarkt, große Supermarktfirma, die Aktie über 20% gefallen, nachdem alles enttäuscht hat an den Zahlen. Auch Best Buy ziemlich schwach, nur Dollar General, was eher so ein Billigsegment ist, heute besser. Also wir sehen, der Einzelhandel bestätigt, dass die Konsumenten gerade wahrscheinlich auch am unteren Ende ein echtes Thema haben inzwischen. Und die Headline bei Bloomberg hat heute gelautet, ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, was wir heute in den Daten gesehen haben. Auf der einen Seite eben ganz gut, dass die Wirtschaft abkühlt. Wir sehen, die Renditen fallen heute ein Stück weit, nur noch 4,55. Die 10-jährige Rendite, die gestern ja über 4,6% gestiegen war. Und wir sehen das ja auch ein Stück weit reflektiert in den Aktien, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt hatten, also gemeinhin ein Kaufsignal generieren. Und das werden immer weniger oder sind immer weniger geworden, obwohl der S&P 500, der Leitindex, deutlich gestiegen ist, sodass der S&P 500 und der Dow Jones so weit auseinander divergieren wie noch never ever in den letzten Jahren. Und wir sehen hier beim Skew ein Bedürfnis nach Absicherung. Das ist deutlich gestiegen. Wir hatten ja gestern gesehen, dass der VIX 10% gestiegen war. Heute der VIX wieder ein bisschen schwächer. Aber nochmal zurück zum Dow Jones. Hier sehen wir, dass der Dow Jones jetzt im 2-Stunden-RSI so überverkauft ist wie seit dem Corona-Crash nicht mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Die Aktien im Dow Jones spiegeln so ein bisschen schon die amerikanische Wirtschaft. Und Goldman Sachs sagt, ja, da gibt es eine wachsende Frustration, dass außerhalb von KI und den Magnificent Seven irgendwie nicht so richtig funktioniert. Wie gesagt, heute ist es ein bisschen anders, dazu gleich mehr. Und wir haben vor allem dieses Absacken der Transportwerte, ja nicht gerade eine gute Indikation für den Zustand der Wirtschaft in Relation Dow Jones Transports zum S&P 500, jetzt praktisch auf Corona-Tiefs. Das muss man sich mal reinlassen. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsaktie Nvidia. Hier sehen wir, wenn man mal Nvidia von den Magnificent Seven rauslösen würde, also wenn es nur die Magnificent Sechs wären, dann würden diese Aktien ziemlich genauso performen wie der S&P 500 selbst. Wir sehen also die enorme Bedeutung, die Nvidia in diesem ganzen Kontext hat. Und wir haben nicht nur über Optionen diese
Kaufpanik jetzt gesehen, die Verkäufer der Option zwingt, die Aktie selber auch dann zu kaufen als Absicherung, sich zu hedgen. Und wir sehen auch, dass das mit gehebelten ETFs passiert. Aber wehe, das Ganze läuft mal in die andere Richtung. Also wenn die Leute dann sozusagen auf ihren gehebelten Long-Positionen sitzen, in ihren Optionen, Call-Optionen sitzen und die ganze Geschichte geht dann nach Süden, dann dürfte das schwierig werden. Nvidia, sehen wir mal, hat ja jetzt fast 500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung zugelegt, von 2,35 Billionen auf 2,8 Billionen, hat also das zugelegt, was LVMH, einer der wertvollsten Firmen in Europa, überhaupt an Marktkapitalisierung auf die Waage bringt. Hier gibt es auch jetzt immer wieder Kritiker, die sagen, also da gibt es zwei seltsame Komponenten. Erstens hier diese Geschichten mit Singapur. 4% werden über Singapur abgewickelt, der Umsätze von Nvidia. Nvidia wiederum sagt, naja, das sind so Sachen mit Taiwan und so. Andere vermuten, das ist verbotenerweise sozusagen der Versuch, doch noch irgendwie auch höherwertige Chips nach China zu exportieren. Ungeklärt bisher, aber vor allem CoreWeave ist ja diese Firma, die wunderbare Dreiecksgeschäfte macht mit Nvidia. Nvidia ist ja an CoreWeave beteiligt, kommt allerdings in Berichten bei Nvidia nicht vor, soll jetzt 2025 an die Börse gehen und man fragt sich schon, wenn der Hype jetzt so groß ist wie bei KI derzeit, das kann ja eigentlich nicht hypiger werden, oder? Warum geht ihr jetzt nicht zeitnah an die Börse? Würde man doch eigentlich machen wollen. However, jetzt kommen wir zu den bullischen Dingen, zum Beispiel zu JP Morgan, die sagen, naja, kleiner normaler Rücksetzer, alles gut, Bull Case ist aber, dass wir sozusagen stärkere Unternehmensgewinne haben, als das BIP-Wachstum der Fall ist, also Positive EPS Growth. Und wir haben eine Fed, die pausiert, das ist doch auch positiv, also inzwischen verlangt man gar keine Zinssenkungen mehr, sondern ist schon glücklich, wenn die Zinsen so bleiben, wie sie sind. Und auch das mit dem Wachstum, würden wir mal Nvidia rausnehmen, dann wäre das nicht so, dann wären wir bei den allermeisten Unternehmen sogar mit eher schwindendem Wachstum, also rückläufigem Wachstum gesegnet. Wie auch immer, entscheidend ist, was machen die Anleiherenditen, die heute wie gesagt gesunken sind. Dennoch auch der Nasdaq im Minus heute, erstaunlich. Wenn die Marke von 4,7 überboten wird, so JP Morgan, dann wird es schwierig. Und wir haben ja diese fehlende Marktbreite, die ich zuletzt exzessiv angesprochen hatte. Hier sehen wir, dass wir schon Warnungen hatten, ähnliche Warnungen, wo eben die Marktbreite so extrem ist, zum Beispiel, dass wir mehr 52 Wochen Tiefs haben als 52 Wochen Hochs. Das hat sozusagen ein Warnsignal in 2007, in 2015 und dann im Herbst 2018. Aber 1998, 99 ging die Party dann, so dieser Twitter-Account, noch eine ganze Strecke weiter. Diesmal auch reicht die KI-Euphorie, die ist so gigantisch, dass wir hier rechts mal die Nvidia-Aktie sehen in der Performance und links andere Highflyer, die auch gut gelaufen ist, wie SMCI und wie sie alle heißen. Also der Abstand ist so riesig, da gibt es praktisch nur eine Aktie neben Abercrombie und Fitch, die da mitstinken kann, auch aus dem KI-Sektor oder dem KI-Euphorie-Hoffnungssektor, das ist Dell, und die melden nachbörslich heute ihre Zahlen. Heute die Aktie minus, gestern deutlich im Plus, heute deutlich im Minus. Wegen die Salesforce CRM, wenn Sie das da erkennen können. Aber das ist interessant. Wir sehen hier, die meisten Aktien sind heute grün im S&P 500. Aber die Tech-Werte wie eine Microsoft, wie eine Google, wie eine Meta, wie eine Amazon, die sind negativ. Wir sehen den Dow im minus 1%, na, weil eben Salesforce hier so stark belastet. S&P deutlich weniger im Minus, Nasdaq 0,5% im Minus. Die Small Caps profitieren von den wieder auferstandenen Hoffnungen auf sinkende Zinsen. Der WIX knapp 3% heute im Minus, wieder unter der Marke von 14%. Und interessant ist heute von Bill Dudley, ehemaliger Chef der New Yorker Fed, der gesagt hat, also die Fed glaubt, sie bekämpft die Inflation. Das tut sie nicht, weil sie schlichtweg ein Missverständnis aufliegt, nämlich, dass die neutrale Rate
deutlich höher ist, als die Fed es derzeit annimmt. Und dementsprechend suggeriert Dudley, der ehemalige Chef des wichtigsten Distrikts der Fed, dass man die Zinsen wahrscheinlich weiter anheben müsste, um die Inflation zu bekämpfen. Morgen kommen ja die wichtigen PCE-Daten. Hier erwartet man, dass die einigermaßen soft ausfallen. Wir sehen auf der anderen Seite jetzt nach wie vor nicht ein deutliches Ansteigen der Güterinflation. In den ISM-Indizes haben wir es gesehen. Wir sehen, dass die Frachtraten, wenn Sie hier mal gucken, deutlich ansteigen. Das dürfte ein Vorausgriff sein, dass auch die Güterpreise wieder ansteigen. Benzin, wichtiger Faktor ja in Sachen Inflation, ist jetzt ein Ticken niedriger, so bei 3,57, 3,58 der Preis durchschnittlich in den USA pro Gallone. Aber wir bekommen ja jetzt die Zahlen aus dem April morgen bei der PCE-Inflation. Da ging es noch weitgehend nach oben. Das dürfte also nicht der Faktor werden, aber vielleicht der Faktor dann im nächsten Monat. Und all das wird sich eben auswirken dann auf die Zinspolitik der Fed. Hier sehen wir mal die Zinserwartungen. Wir sind gestartet mit zwischen 6 und 7 und kommen jetzt immer weiter sozusagen Richtung 0. Noch eine Zinsanhebung, eine Zinssenkung ist hier eingepreist. Sven Henrik sagt ja, der Mr. Powell, der ist schon ein seltsamer Geselle. 2019 hat er hin und her geflippt-floppt, da hat er ja Ende 2018 gesagt, ja, also wir sind auf Autopilot, was die Bilanzsummenreduzierung betrifft. Dann ist er Anfang 2019 umgefallen, 2021 hat er erzählt, die Inflation ist transitory, Dezember 2023 dann der Pivot. Ja, wir sprechen über Zinssenkungen, vielleicht ist dieser Mann im falschen Job, so die Kritik von Sven Henrik. Und Inflation natürlich auch politisch ein wichtiges Thema jetzt. Biden und Trump, so hat die Deutsche Bank berechnet, würde, wenn er die Zölle wirklich so anhebt, wie er es versprochen hat, die PCE-Inflation um 120 Basispunkte nach oben bringen. Das sind 1,2%, und das ist ein riesiger Schluck aus der Schnapspulle. Das würde bedeuten, dass die Fed überhaupt nicht mehr die Zinsen senken kann, und das würde den Dollar wiederum stärken, der heute ein bisschen abgibt, und das wiederum bringt den Yuan unter Druck, hier die chinesische Zentralbank unter Druck, den Yuan abzuwerten. Man erlaubt das in gewisser Weise. Hier sehen wir mal, die Range wird immer komplett ausgetestet zwischen dem Fixing der Zentralbank und den Märkten, die in einer bestimmten Bandbreite schwanken dürfen. Also man geht immer davon aus, dass man, oder der Yuan wird von den Märkten schwächer gemacht, soweit sie es dürfen. Kommen wir nach Germany. Hier haben wir einige einflussreiche Ökonomen. Ich denke, einer meiner allerbesten Freunde, Marcello Fracerino, wird dabei sein. Die sagen, also wir müssen mehr Regierung, mehr Staat haben und weniger Marktkräfte, um die Populisten zu bekämpfen. Das ist genau das richtige Rezept, nämlich die Armut allgemein zu machen, gell? Dann bekämpfen wir die Populisten. Man fasst sich wirklich an den Kopf. Das Resultat sehen wir ja schon. Aufgrund eines ideologischen Ansatzes an Politik geht die Industrieproduktion nach unten, hat sich das BIP in Deutschland nicht vergrößert seit Corona, anders in fast allen anderen Staaten. Also eine dogmatische, ideologische Politik zeigt eben Ergebnisse. Und je länger diese Politik geht, umso schlechter werden die Ergebnisse werden. Abschließend drei Empfehlungen, zwei Empfehlungen heute nur, weil Feiertag ist in manchen Bereichen. Ökostromerzeuger erhalten jetzt 20 Milliarden Euro Steuergeld. Eine planwirtschaftliche Absurdität. Und hier ein absoluter Energiekenner, der in diesem Bereich tätig ist, auch sagt, wir werden aus vielen Bereichen oder durch viele Faktoren weiter steigende Strompreise bekommen. Wird gar nicht anders gehen, so wie das ganze System jetzt angelegt ist. Erste Empfehlung, sehr empfehlenswert, bitte weiter teilen über die Social Media Button. Und die zweite Empfehlung nochmal, Nvidia. Hier gehebelte ETFs, Optionen, wie das Spiel funktioniert, erfahren Sie hier. Also diese beiden Empfehlungen. Jetzt einen schönen, wenn Sie es denn haben, Restfeiertag. Ich sage Servus, ciao.